Okay, im nächsten Level. Direkt deine Shotgun. Exit. Na gut, theoretisch würde man in die andere Richtung gehen, ist das vielleicht ein Exit, aber naja. Für uns ist das kein Exit. Mal. Ich nehme hier jetzt erstmal diese Waffe hier. Hier kommen gerade ganz schön viele Gegner an, ja, was zur Hölle. Aber ich, die mache ich mir ja auch gerade relativ einfach, muss man sagen. Kein Problem, wenn die hier einfach einzeln schön hier zu mir kommen. Warte mal, da oben sind ein paar frech geworden, das muss ich mal ganz kurz entsprechend bestrafen. Also. Je, du lebst ja noch, aber wieso denn? So, den da oben kann man sich doch auch direkt holen, wunderbar. Ja, direkt mal 25 Gegner gekillt, das geht schon mal direkt sehr gut los. Und uns geht's wunderprächtig, wie man sieht. Oh, gutes Layout hier anscheinend wieder. Es sieht sehr schön aus. Was mir jetzt gerade nicht so gefällt, ist, dass ich hier... oh, lol. Ja, heftig. Die sieht man gar nicht so gut. Dass ich hier schon wieder beschossen werde. Das muss ich mal ganz kurz ändern. Ich sehe halt auch überhaupt nicht da rein. Ah, endlich ist einer tot. Alter Vater. Das ist ganz schön nervig, wenn die da drin so sind und man sie kaum sieht. Aber glücklicherweise ist hier auch viel Schrot und Munition noch am rumliegen. Aber jetzt gut was verballert in die Typen. So. Oh Gott, stimmt ja, diese ganzen Regentropfen, die aus irgendeinem Grund mein Leben auffüllen. Wo ich mir auch noch nicht sicher bin, ob das so, ob das alles so funktioniert, wie das soll, wie man das vorgesehen hatte. Irgendwie bin ich mir relativ sicher, dass es original der Plan war, dass die einfach nur zur Zierde da sind. Aber ich weiß ja nicht, ob das in der Originalversion auch funktioniert hat. Fakt ist, wir haben echt ganz schön viel Munition auch. Okay. Auf jeden Fall haben wir jetzt auch wieder schön viel Leben. Das ist auch sehr toll. Jetzt müssen wir hier wahrscheinlich irgendwie rein. Hier zum Beispiel. Mann, überall Gegner hinter irgendwelchen Texturen, dass man sie kaum sieht. Richtig gemein. So, die schießen auf irgendwas. Hier brauche ich den Blue Key, dann kann ich hier schon wieder gehen. Ja, krass. Dann schauen wir mal hier rein. Ja, hier sind die Gegner sogar. Da kann ich sie mal direkt hier ein bisschen beballern. Was sind da hinten schon wieder? Boah. Die ganze Zeit hier gerade hinter irgendwelchen blöden Texturen versteckt. Und bei diesen großen ist es egal, die sieht man auch gut genug. Ihr nervt heftig gerade dahinter. Sehr schön. Nice. Ja, schon wieder Blue Key, ja, heftig. Mann, diese ganzen schwer zu sehenden Wassertropfen. Aber ich meine gut, solange ich mir ein bisschen Munition extra holen kann. Ist es ja okay. Jetzt muss ich eigentlich nur gucken, wie ich hier reinkomme, nicht wahr? Also wir haben zumindest... Ha, ich könnte mal gucken, ob ich, ob ich diese Türen wieder aufschlagen kann. Nee, das nicht. Diese schon mal nicht. Wir haben ja noch eine andere Seite. Ah ja. Okay. Sehr schön. Okay, wir haben jetzt irgendwas aktiviert. Keine Ahnung was. Das hier macht auch nichts mehr. Wow, auch von der Seite macht man sie normal auf. Das macht sehr viel Sinn. Ich nehme einfach mal schwer an, dass jetzt wahrscheinlich hier diese Tür offen ist. Ja, ja. Keine Gegner. Okay.
Oh. Ja, heftig. Ich mache hier mal einen Safe. Mann, ey, das braucht ganz schön lange. Komme ich hier auch mal irgendwo an? Danke. Ah, zum Glück. Ich dachte schon, ich müsste jetzt warten, bis das Ding oben ist. Und dann warten, bis es wieder runtergefahren ist. Und dann warten, bis ich wieder oben bin. Aber es blieb mir glücklicherweise erspart. Okay, ich höre... Ah, da sehe ich sogar auch schon den Gegner. Wenn man denn... Oh, fuck, ich dachte, die Rakete verfolgt mich. Ich würde sie direkt abwehren, indem ich... mich da hinter die Wand begebe. Aber nee. Mann. Und tschüss. Oh, hier sind auch noch ein paar Revenants. Fuck, ich bin hier festgehangen. Ich gehe am besten hier hin, habe ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum, glaube ich. Komm, spür. Sehr schön, braver Revenant. Ein toter Revenant ist ein braver Revenant. Und wir haben auch schon wieder sehr viel Plasma-Muni, sehr viel Raketen. Es ist echt übel, so viel Munition in allen Waffen. Ich weiß nicht, wo ich es reinballern soll. Ich hätte eigentlich die Raketen gegen die Revenants verwenden sollen. Aber ja, hätte, hätte. Auf jeden Fall hier wieder sehr, sehr viel Zeug zum Einsammeln. Und theoretisch müsste ich hier überall rüberlaufen, aber kein Bock. Ah ja, krass. Jetzt haben wir sogar noch die Berserker-Fähigkeit. Ja, super. Das finde ich eigentlich ganz cool. Aber ich glaube nicht, dass ich sie brauche, so viel Munition, wie ich habe. Jetzt muss ich erstmal wissen, wo ich hin muss. Ich nehme mal schwer an hier hin, wo der Schlüssel ist. Hier ist nochmal, das war keine Megasphäre, das war nur die Rüstung. Oder? Ja, kann ich eigentlich mal mitnehmen. Ist mir jetzt eigentlich relativ egal, auch wenn es sich noch nicht gelohnt hat, technisch betrachtet. So, da hinten brauche ich, warte mal, es ist nur die rote, nicht das Exit, oder? Ja, gut. Man weiß ja nie, man weiß ja nie. Es haben sich ja schon hin und wieder die ein oder anderen Mapper irgendwas geleistet in der Richtung, aber ich denke mal, das ist eigentlich inzwischen schon vorbei. Okay. Dann nehmen wir mal hier rein. Jetzt sind wir wieder hier. Nee, das ist woanders. Erst einmal den Splash ausnutzen, weil warum nicht? Wenn man schon so viel davon hat, oh je. Aber so kommt man, na nee, man kommt nicht zurück, man kann ja nicht über den Ding, über den Zaun springen. Und was haben wir hier Schönes? Ein offenes Kampffeld, okay. Finde ich schon mal nicht schlecht. Naja, ich sehe es doch schon. Pain Elemental Ersatzgegner und ich sehe auch sehr viele Zellen. Und dann ist ja klar, was man macht. Dann ist ja definitiv klar, was man macht. Sehr schön. Okay. Oh. Wo bin ich jetzt gelandet? Bei Gegnern. Finde ich okay. Kann ich töten. Hier haben wir noch ein bisschen Unsichtbarkeit, weil warum nicht? Oh, ich höre einen Cyberdemon. Ich höre einen Cyberdemon. Die Frage ist, wo ist der? Ja, natürlich steht er genau hier. Oh, fuck.
Okay, der eine schießt schon mal den anderen an. Jetzt muss ich nur gucken. Na, den habe ich jetzt blöderweise auf mich gelockt. Der wird nur mich hassen jetzt, aber ich kann ja auch warten, ist kein Problem. Ah, jetzt hasst er ihn. Ich helfe ihm mal ein bisschen, der hat ja schon vom Cyberdemon ein bisschen zugesetzt bekommen. Oh, oder auch gar nicht. Ja, vielleicht hat er es auch alleine geschafft, wer weiß. Aber gut, der ist auch tot. Mann, die Todesanimationen sind sehr cool. Jetzt ist nur die Frage, wo ich hin muss. Ich höre schon wieder Gegner von irgendwo. Ja, da sind jetzt ganz schön viele. Ich laufe mal in deren Richtung. Wird schon irgendwie was bei rauskommen, oder? Wow, es sind sehr viele. Oh Gott, da muss ich einfach ein bisschen mit dem Gegner reinballern. Muss einfach hin und wieder, wenn da so eine Gelegenheit ist. Sehr schön. Ja, okay. Jetzt habe ich wieder sehr... Ich habe alle Gegner getötet. Mir fehlt eigentlich nur noch der Schlüssel, dann kann ich hier raus. Jetzt weiß ich nur nicht, ob ich den irgendwie versehentlich irgendwo liegen lassen habe. Das Problem an dem Schlüssel ist halt, der sieht ein bisschen aus. Auch wie die Munition von der, dem Plasma-Gun-Ersatz. Warte mal, hier kam er nur hier raus. Okay, das war die falsche Richtung. Und hier war nix, nee. Ja, ich müsste eigentlich nur nochmal wahrscheinlich dahin gehen und nochmal gucken. Ich wette, ich habe da was liegen lassen. Das würde ja aber eigentlich auch relativ schnell gehen. Ich muss nur nochmal den Weg richtig finden. Wahrscheinlich hier durch noch einmal. Ich frage mich nur, warum dann die ganzen Gegner da hinten waren. Ach, das ist doch Energy Cell Pack, okay. Ich habe das jetzt für den Schlüssel gehalten, aber ich gucke auch nochmal hier unten. So, hier war eigentlich aber auch soweit nichts Ungewöhnliches. Ah, da hinten liegt er, guck. Ah, ich habe ihn einfach liegen lassen. Wahrscheinlich habe ich ihn echt für einen Dings gehalten, für Energy Cell Pack. Vielleicht bin ich auch einfach viel zu hastig hier reingegangen. Wird wahrscheinlich eher der Fall sein. Kann mir noch ein bisschen von diesen schönen Health-Boni holen. Und dann kann ich jetzt Richtung Exit marschieren. Beziehungsweise erstmal Richtung rote Tür. Ich hoffe auch mal, dass dann das Exit dort direkt sein wird. Ja, nice. Dann macht man das so. Nee, warte, hä? Nicht das Exit. Ich komme auch nicht zurück. Ah, doch so. Aber... Warum geht das Level noch weiter, ist jetzt die Frage. Ich meine, das hätte das Exit sein sollen. Was soll das schon wieder? Faustregel, wenn die Gegner tot sind, sollten die nächsten ein, zwei Schalter eigentlich das Level beenden. Es ist eigentlich schon... Danach kann man sich eigentlich schon richten. Es ist ganz okay so, also... Ich sehe jetzt keinen Grund, warum ich hier noch in diesem Level sein muss. Und mich jetzt nach einem Exit umschauen darf. Ich meine, gut, hier war noch, ja, okay. Dann hätte man das hier zumindest. Dann ist das ja aber das Exit. Nein, auch das nicht. Dann ist das das Exit. Wenigstens habe ich mich daran erinnern können. Okay, dann ist er entschuldigt so ein bisschen. Das ist dann noch okay. Würde ich mal sagen. Aber gut, wir kriegen sogar einen Statscreen. Das heißt, wir kriegen auch im nächsten Level wieder einen schönen Intermission-Text. Aber gut. An sich ja kein Problem. Ja, dann würde ich sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao. Okay, das Secret.
Wir sind hier wieder in diesem Hauptraum. Raum nicht wirklich. Stimmt, das muss man ja hier so öffnen. So. Da, wo der Riss ist. Klicken und dann kommt man hier rein und kann sich ein paar Sachen mitnehmen.